bunte Bilder gemalt von Kinderhand. Wer in Erlach-Randorf aus Richtung Grundschule zur Kindertagesstätte Wirbelwind läuft, blickt auf die kleinen Kunstwerke. Ein ganz neues Bild gibt es in der Einrichtung. Die Erzieherinnen haben männliche Verstärkung bekommen. Der erste Wirbelwinderzieher heißt Stefan Neubert. Von den Kindern und den Kolleginnen wurde der junge Mann wohlwollend begrüßt. Zurzeit ist er in der Krippe eingesetzt. Später soll er für die Hortkinder da sein. Stefan Neubert, der in seiner Freizeit Tischtennis spielt und sich dabei auch um Jüngere kümmert, hat über sein Hobby zum Beruf gefunden. Männer in Kitas. Ein Bild, das bald ganz normal dazugehört.